Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es nochmal um die Synchronisation. Ich wurde darauf hingewiesen, nicht alle wissen ganz genau, was mit der Synchronisation gemeint ist. Ich bin da jetzt ja etwa ein halbes Jahr dran, das einen Film zu synchronisieren, ein 30-minütiges Theaterstück. Und ich muss euch sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert. Ich habe euch ja eigentlich im Jahresrückblick 2014 versprochen, dass das letzten Sonntag quasi fertig ist, am 15. März. Jetzt muss ich euch sagen, das wird sich bis zu einen Monat verschieben, aber wir haben die gute Möglichkeit, dass das schon Anfang nächsten Monat rauskommen könnte. Ja, ich habe nochmal rausgesucht. Das erste Mal davon zu euch gesprochen habe ich am 11. September, also ungefähr ein halbes Jahr. September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, sogar 7 Monate. Wie gesagt, ich war selbst überrascht, wie lange das dauert. Ich entschuldige mich dafür in aller Form, dass das jetzt so lange gedauert hat. Allerdings muss ich euch dazu sagen, ich mache das ja alles in meiner Freizeit und ich bitte da einfach um ein bisschen Verständnis. Wenn irgendwann mal einfach meine Stimme versagt oder so, kann ich keine weiteren Aufnahmen machen. Und dann war ich jedes Mal wieder überrascht, wie kompliziert das ist, zum Beispiel diesen französischen Teil herauszufinden. Gut, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich daran diese französischen Texte herauszufinden ungefähr fast einen Monat brauche, dann wäre ich natürlich schon mit den Aufnahmen angefangen in der Zwischenzeit. Ich sei doch mal ruhig. Kannst ja gleich wieder. Ich komme gleich zu dir. Okay, also wie gesagt, wenn wir dann so bedenken, das hat fast einen Monat oder so gedauert, ich will jetzt gar nicht nachgucken, wahrscheinlich hat es noch ein bisschen länger gedauert, auf jeden Fall, und dann war ich ja teilweise wirklich überrascht, welche Schritte man da alle machen muss und wie lange das dann dauert. Wenn ich dann überlege, 7, 8 Monate hat das dann gedauert. Wie gesagt, freut euch einfach dann darüber, dass es so ein bisschen besser ist. Jetzt so in den letzten Wochen war so mein Problem, dass wirklich so dieser Perfektionsdrang total durchgeschlagen ist. Ich wollte es möglichst perfekt haben. Ich glaube, daraus wird natürlich nicht so ganz absolut was. Ich weiß, sie machen die guten Zeiten besser und die schlechten häufiger, aber was dich nicht umbringt, macht dich stark.